Willkommen zurück zu Fallout 3. Wir sind aus der Simulation raus. Tja, und die Simulanten sind alle tot. Jetzt frage ich mich gerade, wir haben jetzt immer noch keinen Zugriff auf diese Dinger hier, ne? Von 10. Vielleicht haben wir mal Glück. Ich probiere es jetzt noch einmal, dann. Ich habe keinen Bock, mich da jetzt mit zu beschäftigen. Na gut, noch einmal. Haben wir da ein komisches Wort mit bei? Processing Toothbrush? Zahnbürste. Na gut. Hallo, Sir. Der läuft aber immer ganz schön schnell voraus, wenn wir nahe genug angekommen sind. Warte auf mich, Daddy! Lauf nicht schon wieder davon. Du willst nur mal schnell Zigaretten holen, stimmt's? Oh, will der da jetzt echt zu Fuß hinlaufen? Puh, das dauert eine Weile. Er bleibt stehen. Du, ich muss noch was anderes erledigen. Ich muss noch was anderes erledigen, verdammt. Ich will jetzt noch diesen einen Ort hier finden. Was ist denn? Okay, irgendwie ein Bug. Ich würde sagen, das ist Evergreen Mills. Ach, ein feindlicher Ort. Gut. Ah!
glaube, ich werde mich erstmal hier wieder verpieseln. Brennstoff. Alter, was? Schachtel Zigaretten. Das lohnt sich ja langsam hier. Wenn die anderen Gebäude auch so gut bestückt sind, ja, nicht schlecht. So, wir haben ein bisschen was verloren. Dietrich um 1 erhöht. Nee, wir verkrümeln uns erstmal. Ich hoffe mal, das geht. World 101, da ist unser Wuffi. Noch da ist er. Braver Hund. Du kannst eigentlich hier bleiben. Da wissen wir wenigstens, dass er in Sicherheit ist. Was ist los? Na, ich dachte, Walter ist da hier. Das wäre praktisch gewesen. Kaufen wir erstmal unseren ganzen TÜNF. Dreck. Wie spät haben wir? Morgens, okay. Wo ist denn der Sack schon wieder? Schläft ihr am Stehen oder was? Wo ist Walter?
Ist er das? Ich glaube ja. Und im Feuer seines Glanzes verbrannt. Ist er nicht. Dreck. Haben wir denn irgendwas, was wir jetzt im Haus ablegen können? Ach ja, es ist ein Monat her, seit wir bei der Zitadelle waren. In der Stadt Mutanten zu verfolgen, ist gar nicht so einfach. Die Mentats helfen dabei, konzentriert zu bleiben, aber wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Diese grünen Misskerle scheinen irgendwas vorzuhaben. Man hört sie zwar nie darüber reden, aber sie suchen offenbar irgendwas. Und sie suchen Menschen, jeden, den sie in die Finger kriegen können. Mutis durch die Stadt zu verfolgen ist nicht schwer. Sie kennen sich mit Metall aus, reißen überall Schrott und Gebäudeteile heraus. Man muss nur den abartigen Skulpturen folgen. Versteckt zu bleiben ist das eigentliche Problem. Emmett hat eine böse Wunde am Bein von den Spießen. Wir brauchten zwei Hemden, um die Blutung zu stillen. Ich hoffe nur, die Biester können kein Blut riechen. Wir ziehen zur Zitadelle, vielleicht helfen die uns, ihn zu verarzten. Es ist eine Erleichterung, einen Tag außerhalb der Stadt zu sein. Wir nehmen die Brücke und schauen jenseits der Ruinen auf der Westseite. Hier unten halten wir nicht viel länger durch. Ich kann Shovel nicht einfach im Stich lassen, aber am Ende habe ich vielleicht keine Wahl. Emmett ist Jim dran. Wir warten bis morgen, bevor wir die Brücke überqueren. Ruhen Frieden, Emmett. Der arme Junge war noch so grün, als wir Canterbury verließen, dass ich ihn gar nicht dabei haben wollte. Aber in den letzten paar Wochen hat er sich toll entwickelt. Er ist in der Nacht verstorben. Nun lohnt es sich nicht mehr, sich mit den Ekelpaketen in der Zitadelle herumzuärgern. Morgen gehen wir in die Stadt. Okay. Walter. Vielleicht sitzt er auch beim Essen, keine Ahnung. Ach, da ist er. Was? In Ordnung! Lassen Sie mich Ihnen Ihre Kronkorken geben! Ciao! So, wieder an die Arbeit! Okay, bald steigen wir wieder in Level 1. Ich freue mich. 7.16 Uhr, ich glaube 8 Uhr macht das Ding erst auf. Verflucht. Gehen wir eben mal schnell in unsere Bude, vielleicht können wir doch noch was auspacken. Habe ich eigentlich zwei Pistolen davon? Na gut. Wie können wir eigentlich das hier mal einsetzen? Verdammt. Impulsgranaten? Nee. Nix dabei. Na gut, den Overall brauchen wir auch nicht. Sieben Uhr vierunddreißig. Das hat gerade mal 10 Minuten gedauert. Hui. Na gut, machen wir Folgenpäuschen und dann 8 Uhr fangen wir wieder an. Spitze bedanke mich. Bis dann.